Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Workout Special und zwar eine Stunde zusammen workouten und zwar mit Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure ist ein Sporttreiber-Game und wir sind ja auch sporttreibende Menschen und anders durchballernde Homies. Wir sind in Kapitel 5 angekommen. Unser Level ist 31. Wir spielen bis jetzt 3 Stunden 58 Minuten und 36 Sekunden. Haben schon über 1643,30 Kilokalorien verbraucht und sind schon 9,27 Kilometer gelaufen. Die Übungsintensität liegt bei 30, das ist die höchste Stufe. Ihr könnt oder seid eingeladen, jederzeit mitzumachen. Selbst wenn ihr keinen Ring Kong habt, könnt ihr dafür auch Tetra Packs benutzen zum Beispiel. So, wir gehen jetzt rein. Das heißt also, Ring Kong ist bereit, die Joy-Cons sind dran. Der Gurt ums Beinchen ist auch schon präpariert und nun können wir beginnen. Boah, wir sollten jedes Mal Platz zum Bewegen haben, denn wir wollen uns ja bewegen. Auch meine Uhr werde ich jetzt starten, damit wir auch wissen, wie viel der Vortoner hier an Kilokalorien und so weiter verballert hat und natürlich den Puls. So, wir gehen rollen. Erstmal ein schönes Hallöchen. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Der 10. Tag. Das heißt, wir haben jetzt schon 10-mal zusammen, oder das ist das 10. Mal, wo wir zusammen trainieren dürfen. Oh, unser Abenteuer geht immer weiter. Im letzten Kapitel hatten wir den Draco wieder mal in seine Schranken gewiesen. Mal gucken, was uns heute so angeht. Etwas Neues, das ist 10 Tage lang durchzuhalten, ist viel schwerer, als die meisten glauben. Also Respekt geht auch an euch raus. Wie wäre es, wenn du heute eine kleine Belohnung für deinen Fleiß gönnst? Oh, in letzter Zeit machst du oft Übungen der Schenkelpresse. Wird uns hier empfohlen, dass wir den Schenkelpresse trainieren. Der Schenkel in Schenkelinnenseiten selber ja sehr trainiert. Und wir sollten uns daher auch weiterhin auf unsere Beinchen konzentrieren. So, auf geht's. Jedes richtige Workout beginnt mit dem Aufwärmen. Das heißt, wir beginnen jetzt mit dem Aufwärmprozess. Puh, auf geht's, yeah. Und hoch damit. Und zack. Kniechen immer abwechselnd, schön nach vorne dann mit den Dingern. Und ja. So werden wir langsam frisch und langsam wach, um hier dieses Workout durchziehen zu können. Jetzt packen wir noch die Fußknöchel dazu. Die Innenseiten schön nach oben. Yeah. Alles mal durchknacken hier, damit wir gleich gesmoothed und gechantelt in die Übungen starten können. Jetzt, Rücken muss natürlich auch nicht fehlen, in den Ausfallschritt und nach oben und runter. Ring Count dabei schön nach oben, damit wir es schön im Rücken spüren können. Oh, der Unterrücken, oh, schön gerade lassen. Ja, jetzt geht los hier. Yeah. So, jetzt noch was für die seitliche Muskulatur. Wir stehen noch breiter und swipen rüber. Hopp und rüber. Oh. Yeah. Yeah. So, die Rumpfis und die Armis und die Beinis und die Rückis sind jetzt alle wach geworden und können daher jetzt richtig durchstarten. So. Hoffentlich hat unser Stretching gerade so richtig Spaß gemacht. Und dann geht es jetzt weiter. Wir geben unser Bestes in Kapitel 5. Drago gegen die 4 Meister. 4 Meister. Wir haben Titel erhalten. Fitnessprofi. Dann haben wir Stretching, Stupperschnuppe, Sternenschnuppe sind wir. Und wir kriegen ein bisschen Pünktchen, was bisher geschah. Für die Leute, die jetzt letzte Woche noch nicht mitgemacht haben. Unser Held ist es gelungen. Das sind wir. Draco aus dem Königreich Sporta zu verjagen. Doch der hat sich einfach ins nächste Land abgesetzt, die olle Sau. Wo er sich gegen die beiden wappen will. Also gegen uns. Keine schöne Aussichten. Aber zumindest hat Sporta seinen Stolz zurück. Dank uns. So, jetzt geht's weiter. Nur wir sehen keinen Draco Manu. Hm, sehr strange, oder?
Aber ihr seht schon, da unten geht es ein bisschen weiter. Okay, lass uns erstmal in die City gehen. Wir düsen jetzt in die City und gehen erstmal ins Geschäft hier. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Stuff abgreifen können. So, das ist hier Geschäft Nummer 3. So, ein paar Fitnesstränke gucken. Ja, so, okay. Dann gucken wir Bekleidung. Ne? Oh, guck mal, hier haben wir was. So, wir können jetzt im Klamottenladen uns hier schön den Flammenblitz kaufen oder den Kugelblitz oder den Cosmoblitz. Kein Cosmopolitan. Alle machen das gleiche im Prinzip, den Angriff von 101 auf 108 zu erhöhen. Das heißt, die Abwehr bleibt identisch, aber wir können mehr austeilen. Dann müssen wir uns jetzt noch überlegen, was wir für ein Set System dort nutzen wollen. Weil wenn wir zum Beispiel alles den Flammenblitz klamotterisiert haben, dann würden wir nämlich einen Angriffskraft rote Übung plus 5% kriegen. Wenn wir auf den Kugelblitz gehen, ist das für die gelben Übungen plus 5%. Und wenn wir das auf den Cosmoblitz gehen, dann würde die Angriff auf die blauen Übungen. Ja, dadurch, dass wir eigentlich alles nehmen, was gut ist, was uns gerade einfällt, können wir hier jetzt random nach unserem eigenen Befinden auswählen. Flammblitz, Kugelblitz oder Cosmoblitz. Ich finde, der Cosmo sieht ganz gut aus, wenn er bringt so einen schönen Kontrast zur Hauptfigur. So, wir nehmen mal, kaufen. Geht natürlich Kohle weg, wir können es direkt umziehen. Bedanken wir uns noch. Und jetzt gehen wir natürlich zu den Höschen über. Und da sollten wir jetzt natürlich beim Cosmoblitz bleiben. Ansonsten kriegen wir ja nicht den Stuff, ne? So, umdrecken, Dankeschön sagen. Jetzt auf zu den Schüchen, da gibt es natürlich auch hier die Cosmoblitz Schüchen. Und kaufen und umziehen. Und was steht da? Aktiver Set Effect. Angriffskraft, Blauübung plus 5. Wie schön. So, da haben wir jetzt also schon mal uns neu eingekleidet. Neues Outfit, neues Game. So, jetzt hauen wir mal wieder ab. Noch mal ein bisschen Workouten, ne? Also, zurück ins Dörfchen. Und da unten sehen wir einen Auftrag. Hechelkeuch. Dieses Kind übt Karateschläge schon den ganzen Tag lang. Boah, das ist gut für Armen, Rücken und für alles andere. Was sagt der Junge denn? Was ist denn? Ich bin am Üben. Ich muss kräftig trainieren, damit ich die vier Meister treffen kann. Vier Meister? Was das denn? Vier Stück auf einmal? Die vier Meister, natürlich kennen wir die nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche von den Vieren und die, denke ich mal, werden wir alle noch kennenlernen. Ne? Also, die suchen wir uns jetzt mal aus. Dann können wir demzufolge jetzt ins nächste Level überspringen. Rüber mit uns und rein. Training, Training, Training. Nun ja, Mangel an Disziplin kann man uns wahrscheinlich nicht vorwerfen. Boah, aber auch unverhofft, kommt oft. Vielleicht treffen wir die vier Meister ja noch, bevor es uns gut ist. Was ist denn da? Quadria, komm vorbei. Gut gesprochen, Linglein. Wer ist das denn? Ich bin Quadria von den vier Meistern. Also haben wir schon die erste Meisterlinchen, haben wir hier kennengelernt. Und dann wollen wir mal zeigen, wie viel wir so rausballern können. Wir erreichen nun irgendwann mal das Ziel in naher Zukunft. Und der Channel, wo wir jetzt laufen, heißt der Strapazenbach. Ist für Level 27 empfohlen. Und wir hauen jetzt mal rein. Empfohlene Übungspalette ist für die Beine. Das heißt also, wir werden viele Gegner haben, die beinintensiv dort zu besiegen sind. Auf geht's, rein mit uns. Wir fangen jetzt so richtig an mit unserem Workout hier heute. Oh ja, guck mal, neues Outfit. Yeah! Auf geht's, wir laufen auf der Stelle. Hup, hup. Immer Augen auflassen, dass wir irgendwas aufsaugen oder wegschießen können. So, jetzt wird Bauch, Wampen, Presso gemacht und die gute alte Drehung. Und dabei auch noch in die Hocke gehen. Zack, und wieder hoch. Oh, da kommt noch was. In die Hocke. Hopp, hopp und hoch. Ach ja, es hat nicht ein schönes Ambiente. Jetzt müssen wir schneller machen. Komm, komm. Los, Leute. Den Berg rauf. Huhu. Oh.
Jetzt geht's aber ab. Ringpresse, wir müssen nämlich dort das Windrad öffnen. Boah. Auf geht's, weiter in die Erbsabwehr und runter mit uns. Eine kleine Erfrischung zum Workout-Start. Jetzt kommen wir wieder gegen Strömung und heißt es schneller werden. Hopp, hopp, hopp. Und wieder in die Hocke. Und hoch. Boah, das war ein Monster-Ding, da vorne auf uns zukommt. Und schneller werden. Yeah! Wuhu. Können wir wieder chilliger angehen lassen? Denn jetzt geht's wieder runter. Flamingos auf unser Weg. So, und das war unsere Bootskanu-Passage. Jetzt geht's wieder weiter mit Laufen. Laufen und saugen. Zwischendurch ein bisschen springen. Saugen nicht vergessen. Saugen. Schießen, laufen. So, jetzt statische Squats. Squats sind Kniebeugen. Auf geht's. Hopp und hoch. Und runter und hoch. Und runter und saugen, nicht vergessen. Und springen. Saugen und springen. Runter und springen. So, weiter geht's. Schießen. Oh, da kommt Gegner. Ein blauer Helmer. Wir schauen jetzt also gezielt auf eine blaue Übung. Das heißt, die Schenkelpresse ist dafür prädestiniert. Wir gehen auf den Boden, klemmen unseren Ringpong zwischen die Beine. So, halten ihn unter Druck. Platzieren unsere Armchen hinter uns und fangen dann an, schön zu pressen. Und pressen. Die gute alte Schenkelpresse. Gut für die Adduktoren, die zum Spreizen und Zusammenziehen unserer Beinchen da sind. Los geht's. Den treten wir mal richtig von oben ein auf den Balch, oder? Der hat einen Helm an, ne? Lord Helmchen ist das. Kommt später vielleicht noch ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Gerade sitzen natürlich dabei, Rücken gerade, Adduktoren anspannen und natürlich zwischendurch immer wieder releasen. Oh, nicht einschlafen, weitermachen. Suppe. Suppe. Hälfte haben wir von ihm zerstört, Hälfte haben wir auch von unserem Drückerfreunden erledigt. Wir werden jetzt noch dreimal normal pressen, danach gehen wir in den schnelleren Turbo-Modus über. Einmal noch und dann schneller. Und los. Gleich haben wir. Tschüss! Yeah! Spitzenklasse haben wir hier abgeliefert, ey. Spitze! Dafür gibt es 8 Geld-Dinger. Nun Level up! Wir sind Level 32. Und eine neue Übung dazu gekriegt: die Kriegerhaltung Number 2. Macht alle möglichen Ziele an, macht Angriff 60 und hat 2 Wachterunden. Ja, gucken wir mal, was machen wir damit? Schauen wir uns mal an. Was sagt unsere Kriegerhaltung 1? Die Kriegerhaltung 1 ergibt 60 Schaden, die Kriegerhaltung 2 auch 60 Schaden. Nur die Ziele sind mehr. Die Ziele werden mit Pünktchen signalisiert. Ergo, Kriegerhaltung 2 wird jetzt platziert. Und die haben wir jetzt als Yoga-Teile. So, wir müssen natürlich weiter. Los geht's. Wieder auf die Strecke. Saugen nicht vergessen und laufen. Puh. Yeah. Springen nicht vergessen jetzt und saugen.
Gerade sind wir nämlich auf eine zweite Route gegangen und müssen jetzt erstmal wieder squatten. Runter und hoch. Runter, hoch. Runter, halten und hoch. Oh, weiter geht's. Hoppi, doppi, squatty, wotty. Guck mal da, Kirschblüte hier, ey, voll frühlingshaft am Start. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Doch jetzt, weiter rauf. Saugen, laufen, springen und in den Monsterhaufen rein. Mein Gott, blauer Hüpfer, roter Hüpfer, blauer Helmer, alles dabei. Und fast alle sind mit einer blauen Übung als Schwäche versehen. Unsere Schenkelpresse greift aber nur einen an. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt mal an, dass wir erstmal in die Armdrehung reingehen. Dann gehen wir auf den roten Hüpfer, weil der hat nämlich eine rote Rotschwäche. Das heißt, den ballern wir jetzt mit der Armdrehung mal voll. So. Hoch mit dem Ding und jetzt drehen wir schön zack zack die kompletten Ärmchen, um dort den mal ganz schnell wegzuballern. Absus abverus, denn die Monsterlinchen wollen uns jetzt angreifen und zwar alle vier Stück, aber die sind klein und schnuckelig, ziehen uns vielleicht ein Viertelherzchen ab, manchmal haben wir auch Glück. Toppi moppi, ey. Gut gemacht. So, was machen wir jetzt? Gut, gehen wir auf den blauen Helm hier mit der Schenkelpresse, weil das ist ja wieder prädestiniert. Wir wollen ihn ja erstmal dann rauskomplimentieren. So, alles in Position wieder. Wir kennen das Spiel ja jetzt schon langsam. Die Adduktoren warten. So, schöne ansprechende Übung für die Beine, die Beinmuskulatur. Und jetzt werden wir den Helmi mal, Lord Helmchen, kann gleich gehen. Auf geht's. So, jetzt, bis jetzt haben wir verbraucht 140 Kilokalorien. Kann man sich sehen lassen. Schön halten und entspannen. Ihr könnt auch zwischen dem Entspannen eine Sekunde länger chillen. Aber ich finde, bei den Adduktoren klappt das schon. Suppe. Feinste Suppe für die Aktoren. Hier sind die Akteure. Hui. 21 Mal noch, dann haben wir es. Schön angespannt halten. Das merkt der Ring Kong direkt, wenn ihr nicht voll durchzieht. Der möchte, dass wir richtig schön Spannung halten. Spannung, Spannung bis zum letzten. Einmal noch, dann gehen wir den Turbo-Modus. Auf geht's, schneller. Und einmal noch. So, Absus abverus am Status. Wampe einklemmen, drücken, halten. Mehr mit der Wampe als mit den Armen. Hui. Oh. So, was machen wir jetzt? Wir suchen jetzt eine Übung, die mehrere Menschen oder mehrere Gegner angreift. Das ist die Kriegerhaltung. Lass uns Kriegerhaltung sehen. Was machen wir? Eine Seite in den Ausfallschritt, die andere geht ein bisschen rüber. Dann halten wir den Ringhorn gerade und nun geht's los. Schön nach hinten drehen, langsam gechillt und wieder zurück. Wenn wir jetzt so nach oben drehen, die Brust schön rausstrecken,
Jetzt können wir ein bisschen runtergehen. Alles gechillt. Am besten wäre natürlich noch, wenn ihr nur durch die Nase atmet. Jetzt durch die Nase einatmen und ausatmen. Yeah. So, da haben wir ja mal den Haufen erstmal besiegt. Jetzt können wir wieder auf die Piste zurückgehen und uns Richtung Ziel begeben. Auf geht's. Sauge nicht vergessen. Boah, da ist eine Kiste vor uns. Wie kriegen wir auf? Squats. Squats, wie ihr merkt, ist das Allheilmittel für Kisten öffnen, für Springen, für vieles, weil Squats einfach so eine Übung ist, die für viele Muskelpartien gut ist. Ein Granatapfelsaft. Aber es ist ein Rezept. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Bötchen fahren. Epsus aferus und hin und her. Zack, auf geht's. Kommen wir in den Rhythmus. Und jetzt schneller. Schneller. Und wieder gechillter. Jetzt ein Hindernis, ein Obstacle. Runter die Knie, weiter. Und los, hoch wieder. Jetzt kommen wir wieder stromschnell. Das heißt, gegenarbeiten, schneller. Sehr fein. Und wieder in die Hocke. Länger bleiben in der Hocke, hoch damit. Super Hocke anwenden. Weiter paddeln. Und hoch. So, können da hinten schon sehen, dass da der Riesenstrom schnell ab und zu kommt. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen ballern. Wir nehmen wieder unseren Ringpress-Algorithmus und aktivieren den. Wieder in die Wampenpressung und los geht's. Auf die Monsterstrom schnell zu. Und da müssen wir richtig schnell. Ab jetzt geht's schneller. Da müssen wir jetzt hoch. Guckt schon. Wir halten durch. Was passiert eigentlich, wenn man aufhört? Wir fahren rückwärts wieder runter. So könnt ihr jetzt zum Beispiel die Übung ein bisschen härter werden. So 10 Mal hoch und runter soll es schon gehen, oder? Okay, wieder hoch mit uns. So, schneller, schneller, schneller. Und wir sind oben. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen langsamer werden. Und jetzt geht es wieder runter. Yeah! Boom. Und wir sehen, da vorne ist das Ziel für unsere erste Etappe heute. Hui. Das war doch mal was, oder? Auf geht's. Saugen wir noch den Stuff hier ein. Und dann Endposition. Und in die Hocke. Und yeah! 185 Kilokalorien. Puls prüfen. Fingerchen auf den Ringhorn. Und jetzt gucken wir mal, was für einen Puls wir hier rausballern. Stimmt. Leichte Aktivität. Ein Klacks für uns. Neues Levelchen haben wir auch erreicht. Wie ihr seht, geht das hier richtig am Schnürchen hin. So. Was sagt Quadria? Ja gut, die dachte schon, dass wir so krass drauf sind, ne? Jetzt sollen wir den Schollenmuskel noch richtig schön stärken. Und dazu gibt es natürlich auch wieder ein extra Level. Das System möchte gerne, dass wir pausieren. Wir sagen, nö, danke. Natürlich nicht überanstrengen, Leute. Ne? So, dann lass uns mal, wir könnten jetzt hier weiter. Oder wir gehen mal hier ins Spielstudio. Lass uns mal ein Zwischenspiel machen hier.
Fitnessstudio. Yeah, boah. Aber die Dinge haben es in sich. Das heißt, die ballern wir heute noch durch. Wir machen jetzt ein Beineset für die Beinmuskulatur. Wir kriegen, wenn wir es abschließen, sogar eine Perle. Yeah. Aber vorher natürlich immer was trinken. Nicht vergessen, Wasser trinken. So, unsere erste Übung beginnt. Das sind die guten alten Squatties. Auf geht's. Wie viel sollen wir machen? 30. Auf geht's. Und hoch. Und runter. Halten. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Wem das so leicht ist, der kann sich noch an die Hose ein paar Gewichte hängen. Dann wird es was schwieriger. Oder er nimmt einfach 10 Kilo schneller zu. Dann muss er 10 Kilo mehr hochdrehen. Also, ihr habt mehrere Möglichkeiten, so many possibilities, wie ihr eure Gewichtsklasse erhöhen könnt. Mit dem Runterdrücken ist es immer schwierig. Da muss man echt mehr arbeiten als beim Zunehmen. Hui. Noch 22 Mal. Und runter. 21. Hoppa. Oh. Schön das Pfötchen nach hinten rausstrecken. Oh. Oh. Ich könnte auch zwischendurch ein paar Dehnübungen machen. Oh. Hier oben mal. Aber dann müssen wir natürlich wieder runter. Ja, noch 17 Mal. Oh, 15. Durchhalten. Und rund 14 Mal noch. Hoch. Und runter. Yeah. Und hoch. Und runter. Das geht schon auf die Beine, sage ich euch. Erstmal noch. Fokussiert den Ring zum Durchhalten. Nur noch 10 Mal. Ein Klacks für uns. Nicht für jeden. 8 Stück noch. Durchhalten müssen wir. Oh. Oh. Yeah. Nur noch 6. Jetzt noch 5. Vier. Drei Stück noch. Yeah. Zwei noch. Oh. Obwohl es geht eigentlich noch. 103 habe ich. Da kann man so lassen. Oh. So, ich schüttel mal die Beinchen auf. Trink noch ein Schlückchen, weil, wie ihr merkt, heute geht es an die Beine. Cheers. So. Klamotten richten. Jetzt geht es nämlich mit Knieheben weiter. Knieheben ist sehr stimulierend. Und es geht richtig schön ab. So, was machen wir? Recon nach oben. Und dann kommen wir mit den Beinen immer hoch. Und das im Rhythmus. Nur noch 50. Mann.
kommt schon. Nur noch 10. Puls, das passt. Bei der Übung ist nämlich so, dass ihr euer ganzes Gewicht nach oben drücken müsst. Kurz einen Sprung nach oben und gleichzeitig noch ein Bein nach oben und die Beine und die Ärmchen auch. Deshalb, also die Übung hat schon in sich. Der Bergsteiger, der auch. Und beim Bergsteiger ist es auch so, so habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, dass das Band, welches unter eurem Bein ist, hier, dort irgendwie nicht so richtig den Stuff mitzählen kann. Deshalb habe ich diese Übung bei meinem anderen Profil relativ schnell abgewählt. Aber mal sehen, vielleicht kommt es auch auf die Position an, wo ich davor stehe. Weil wenn ich sonst Übungen mache, stehe ich dort vorne. Wenn ich für euch Übungen oder mit euch Übungen mache, stehe ich hier hinten. Vielleicht ist es jetzt sogar besser und wir können den Bergsteiger voll durchziehen. Wie ihr seht, der Bergsteiger ist auch nicht einfach. Da müssen wir die Beinchen nach hinten durchstrecken und dann abspringen mit den Beinchen nach vorne. Und dann immer im Wechsel müssen wir dort dann den Wechsel der Beine vollziehen und immer in den Strecksprung nach hinten gehen, vorne die Hände bleiben auf dem Boden und so simulieren wir sozusagen das Bergsteigen, aber auf der Boden, auf den Beinen Muskulaturchen. So, und 60 Stück ist nicht schlecht, das heißt, jetzt sehen wir legen uns auf hin, in den wie eine Liegestützposition und dann fangen wir gleich an, uns durchzuballern. Ne? So. Auf geht's. Höschen ist bereit. Jetzt geht's los. So, Liegestützposition eingeschwabbelt. Und los geht's. Und jetzt seht ihr. Ihr seht, ihr haltet euch fest und dann kommt ihr mit einem Bein nach vorne, hebt ab und holt das andere Bein nach vorne. Hopp, hopp, hopp. Und die Übung ist sehr schwierig, weil die Frequenz sehr hoch ist, die hier gefordert wird. Und natürlich, wenn ihr schon schwitzig seid etc., kommt es auch dazu vor, dass der Boden oft abrutscht. Und wie ihr merkt, zählt er nicht jedes Ding von mir ganz korrekt. So, weiter geht's. Seht ihr? Der macht immer nur so 60er-Prozent. Obwohl ich doch behaupten würde, dass ich die Übung doch bis vorne durchziehe. Weiter geht's. Und was auch nervig ist, manchmal zählt er überhaupt nicht die einzelnen Durchführungen. Und dann so kommt es natürlich, dass man anstelle von 60 ganz schnell auch mal 80 machen muss. Aber wir machen das ja für unseren Körper. Jetzt gerade ging es wieder ein bisschen. Also ihr seht, das ist immer atypisch, wie es dann gezählt wird. Und das ist ein bisschen nervig. Also ihr seht, diese Übung, vielleicht ist meine Wampe auch zu stark im Weg, dass ich dort keinen geraden Zug hinbekomme und das Programm
diese Seitwärtsbewegung und nicht so richtig versteht. Deshalb, also die Übung finde ich nicht so toll. Aber okay. Puls 105. So, jetzt kommen wir zur Schenkelpresse. Die Schenkelpresse gehört ja auch zum unteren Bereich, zum Beintraining dazu. Und deshalb nehmen wir jetzt meine Schenkelpressung. So. Adduktorenquetschung. So. 30 Wiederholungen. Und schaut ihn euch an mit dem blauen Outfit, blaues Stirnband, blaue Fahrradhandschuhe und blaue Boots mit dem blauen Höschen. Alles sieht doch ganz klamotterianisch gut aus. Auch wenn wir beim Bergsteiger, oder ich zumindest, ihr nicht so toll darüber gekommen sind. Uiuiui. Nicht schlecht, das Specht. Also so eine Runde Bergsteiger nimmt einen schon mit. So. Yeah. Spitzenklasse. Adduktoren, Schenkelpresse aktiviert. Nur noch 14 Mal, dann haben wir es. Hier Alternative wäre halt eine Feder zwischen die Beine zu nehmen. Oder wenn ihr vielleicht eine zweite Person habt, die kann sich dazwischen legen, weil die ist ja flexibel. Kann man alles nachstellen. Noch 10 Mal, dann haben wir die Schenkelpressung auch hinter uns gebracht. Boah, 7 noch, 7, 6, 4 Stück, 3. Durchhalten, Leute. Adduktoren anspannen und durchhalten. Einmal noch, dann haben wir es. Yeah. So. Jetzt rechnet er den Punkte-Durchschnitt aus und 97 Punkte. Nicht schlecht, ist guter Rang A. Nur dieses Bergsteigen hat mir da echt ein bisschen das Ding nach unten geballert. Es tut mir leid. Eventuell ist die Waffe schuld. Man weiß es nicht, aber ihr macht das bestimmt besser. Wir sind ein starker Squatter geworden. So, bravo, bravoissimo. Jetzt bekommen wir unsere Perle. Perlen sind ein Stein, den Honey sammelt. Er wird nämlich bei manchen Items benötigt. Und jetzt gehen wir einmal runter, kommen jetzt ins nächste Reiseziel rein. Das ist der Zwielichtpfad. Und den laufen wir jetzt nochmal. Halben Kilometer Strecke ungefähr, so zur Entspannung. So, boah, auf geht's. Da hinten sehen wir schon das Ziel, aber das heißt nicht, das Level selber wird schon noch ein bisschen weitergehen. Los geht's. Auflaufen, laufen, laufen, laufen! Und saugen, saugen. Laufen, saugen, laufen, springen. Laufen, saugen, springen. Und Monsterchen. So, was haben wir da? Eine gelbe Matratze, eine rote Matratze und einen schwarzen Hüpfer. So. Wir können jetzt den Armstütz nehmen. Der würde nämlich der gelben Matratze links richtig einen auswischen und würde gleichzeitig den Hüpfer und den roten Matratze was machen. Oder wir fangen an mit dem Bogenzug. Der Bogenzug hat 35, greift aber auch einen Haufen Leute an. Der Armstütz hat aber 50. Außerdem, wir machen ja heute sowieso ein bisschen schwieriger. Lass uns noch den Armstütz dazu ballern, dann läuft es so richtig. So, Armstütz
ein wenig anders wie der Liegestütz. Wir machen ein Dreieck und packen uns nämlich davor. Der wird auch Plank genannt. Wie eine Planke ist man. Und diese Planke ist dann so, dass wir den mit dem Pfötchen nach oben gedrückt ansetzen und wieder unten kommen. Auf geht's. Durchballern. Suppenklasse hier, ey. Ja. Hui. Elegant und anstrengend. So nach 20. Oh. So, jetzt gehen wir schneller rein. Und los. Wenn ihr sehr geschwitzt seid, ist das sehr schwierig, weil man rutscht immer so rum. Genauso wie wenn ihr Sweatshirt oder so anhabt, da rutscht ihr auch drauf rum. Und dann habt ihr gerade gesehen, einer wurde nicht gezählt und einen habe ich nicht komplett gut durchgedrückt und das wird dann natürlich direkt abgezogen. Puh. Okay, Epsus Aperus. Sehr anstrengende Übung auch wieder. Heute ist so der Anstrengungstag und wir haben aber die eine Matratze haben geschafft. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir jetzt in eine rote Übung rein, die mehrere Angriffspunkte bietet. Das heißt hier Bogenzug, um aber was für die Oberarme zu tun, oder? Okay, los geht's. Schulter und Zughand sind auf einer Höhe. Und los geht's. Los ballern, wie so ein Flitzebogen. Schön ziehen. Für den Trizeps ganz gut. Fantastisch. Wundervoll, was wir hier bringen. So. So, jetzt nur noch die Matratze wegballern, dann haben wir das hier. Wow. Gut gemacht, Leute. Der Armstütze war echt hart, ey. Okay, weiter geht's. So, los geht's. Da kommt der Baumstumpf, da springen wir drüber, kein Problem für uns. Jetzt saugen wir wieder ein bisschen hier auf, schießen uns durch die Gegend, saugen wieder Ingredients auf und natürlich die XP auch. Jetzt laufen wir noch gegen den Baum hier. Los geht's. Sehr schöne Landschaftsdesigns haben wir hier. So fiktive Welten, ist richtig schön. Springen wir in den nächsten Homie rein. Boah, es ist eine Krantel, ey.
Die Kanten sind schon ein bisschen stärker am Start. So, jetzt gehen wir, die Kante hat keinen Schwachpunkt. Das heißt, wir gehen jetzt auf das stärkste Warm. 90, 80, 35, 50, 80. Also die gute alte Andrea. Schön mal was gechillter, ey. Bei mir ist der Boden leider so, die Decke so tief, deshalb kann ich nicht ganz nach oben strecken. Ihr zu Hause habt bestimmt höhere Decken. Da geht ihr dann hin und streckt richtig schön nach oben die Arme. Und schön drehen. Schön drehen. Zack, zack, zack. Oh, die Armdrehungspower. Mal zwischendurch was zum Relaxen. Und trotzdem zum Wegballern. Okay. Oh, die Krantel, sie hebt ihre Arme. Wenn ich das mache, stinkt sie mir überall. So, haben wir lange keine Schenkel mehr gefeiert, oder? Los, Schenkelpresse rein. Oh. So, Schenkel in Position bringen. Damit auch mal der Boden unter uns ein bisschen trocknet. Schenkel, Schere hier für die Adduktoren. Da hat er richtig Schiss vor. Die Krantel. Krantel. Angelegt an Hantel. Oder abgeleitet, man weiß es nicht. So, Adduktoren, jetzt zeigt mir wieder, was ihr drauf habt. Schön den Rincon quetschen, dass sich fast die beiden Knie begegnen. Und so ziehen wir den Krantel richtig schön ein über. Ey. Die Krantel-Überziehstunde hier heute. Ah, auf geht's. Noch 27. Vielleicht fragt ihr euch, warum es manchmal so viele sind oder warum man so lange halten muss. Das liegt an der Intensität der Übungsaufgabe. Wenn ihr bei 30 seid, braucht ihr halt viele Wiederholungen und einen längeren Kraftanstrengung, als wenn ihr tiefere Gefilde dort als Trainingsplateau seht. Nur denkt immer dran, ihr macht das für euch, für euren Körper. Also sollte man dort schon, sobald es einfacher wird, direkt hochgehen auf die höchste oder höhere Stufe, um dort auf dem Körper etwas abzuverlangen. Natürlich nicht so doll, dass ihr irgendwann Schmerzen permanent habt, das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber es sollte schon fordern. Denn jetzt gehen wir den Turbo und der fordert uns jetzt auch nochmal. Hopp! Oh. Krantel! Noch 10-mal Krantel. Oh. 2, 1, ja, aber die Kante steht ja immer. Oh, Erzabwehr, oh, Erzabwehr. Schön mehr mit der Rampe drücken. Spannung halten. Bis in die Knie. Oh. So, jetzt gucken wir uns, was haben wir da noch Stärkes. Hier, die Überkopfbeuge haben wir heute noch nicht. Also, auf geht's. Über Kopf mit uns und dann nach vorne 90 Grad Winkel halten und nach oben. Und ihr seht, 11 Schädchen gibt es da schon. Und wieder hoch. Und wieder runter. Gut für den guten alten Rückenstrecker. Weiter durchballern. Oh. Und runter. Hoch mit uns. Runter. Und hoch. Und wieder runter. Und das machen wir jetzt noch 30 Mal. Von Klacks, oder? Und hoch. Und runter. Bis jetzt haben wir fast 400 Kilokalorien verbraucht, zumindest in meiner Gewichtsklasse. Wer weniger wiegt, verbraucht ein bisschen weniger. Der müsste auch viel weniger Kalorien stemmen. Ich meine gebundene Kalorien in Fettzellen. Ah.
sieht sie aus? Oh, ich glaube, die schaffen wir heute noch. Die Crunchle, die ist bald hinüber. Und wir brauchen nur noch 4 Stück. Bis wir in den Super Turbo Modus gehen. Beim Turbo wird einem immer schwindelig. Ey. Aber ein bisschen in den Turbo gehen wir gleich noch. Oder? Ja. So 2, 3. Und dann ist die Krante weggeräumt. Los geht's. Einmal reicht. Ja, okay. Wasser trinken nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn man so viel arbeitet, wie ich das tue. Cheers. Okay. So. Jetzt geht's wieder weiter. Zum Ziel, Leute. So, da oben ist wieder extra XP. Yeah. XP ist immer wichtig, um einfach schneller hoch zu leveln. Weil wenn man schneller hochlevelt, kriegt man mehrere Sachen dazu. Mehrere Übungen und so weiter. So, runter mit. Und hier, Posing. Pulsmessung. Ja, kommt voll hin. So, das war jetzt der Zwielichtpfad. Der bringt uns auch wieder ein Level nach vorne. Angriff haben wir bis jetzt, oder jetzt haben wir 114, Abwehr 114, sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Wir sind Armdreh-Einsteiger. So, jetzt gibt es noch links eine schöne Belohnung. Keine Pause noch, einmal weiter hier. Was haben wir hier? Wir kriegen den Baulbein auf uns zu, Freund, dazu. Dieser, durch das Herz symbolisiert, bringt uns Heilung. Wenn wir also diese Übung durchführen, dann heilt sie 2, 4, 5 bis zu 5 Herzchen. Ich habe die bis jetzt immer weggelassen, weil ich schaffe es eigentlich auch so mit den Herzen zurechtzukommen, die das Spiel mir gibt. Deshalb wollte ich nicht einen Platz verschwenden für so eine Übung. Ja, also das, ihr könnt euch das selber überlegen, ob ihr die Beine auf zu dazu packt, sprich, dass ihr Herzchen sammelt mit einer Übung oder es weglasst. Ich bin dafür, dass man es weglasst, weil wir wollen ja fordernde Übungen und nicht fördernde Übungen haben. So, natürlich kann man das jederzeit in der Übungspalette selber umstellen und wir sind jetzt hier schon wieder auf unserem Weg ganz gut dran und wir gehen jetzt ins Work, in die Cooldown-Phase. Dazu nutze ich jetzt das Pluszeichen oben und dann können wir mit dem Cooldown nämlich beginnen. So, der Cooldown ist gut für nach des Trainings Chill Area. Nach einem guten Training kann man auch ein gutes Chillen mit einem. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was wir bis jetzt geleistet haben. Gesamte Trainingszeit 25 Minuten 50 Sekunden. Ja, ein bisschen länger waren wir schon dran. Gesamte Kalorien 206. Ja, ein bisschen mehr Kalorien haben wir schon verbrannt, oder nicht? Zumindest sagt das meine Uhr. Siehst du, sogar Siri sagt es, dass sie das so denkt. Hier sehen wir die heutigen Ergebnisse. Wir haben heute einen Haufen gemacht. Bauchpressen 296, Schenkelpresse 134, Rindpresse 107, Armdrehung und 72, Bergsteiger 60. Ich habe aber wirklich mehr gemacht. Knieheben 60, Squats 60, Armstütz, das ist der Plank 35. Squats haben wir auch 35 gemacht. Bauchpressen und Sprungdrehungen und so ein Zeugs 25. Die Überkopfbeuge 23. Den Bogenzug 11. Kriegerhaltung haben wir 10-mal gemacht. Das war heute das erste Mal. Dann die Bauchpresse 8-mal, Abwechslungspresse 8-mal. Wir sind 800 Meter gesprintet. 60 Meter sind wir fast gelaufen, 4 Meter haben wir Knieheben gemacht und 1 Meter sind wir gegangen. Statischen Ringzug 36 Sekunden, statische Squats 24 Sekunden und die statischen Abwärtsringpresse habe ich ja nicht gemacht, Leute.
was ist denn hier los? Das klappt doch toll, oder? Das ist ein denkwürdiger Moment für uns hier im Zusammentrainieren. Wir haben 500 Mal die Übung Squats nämlich gemeinsam erledigt und sind dadurch ein starker Squatter. Yeah, guck mal, feiert uns der Kleine. Noch mehr, 300 Mal haben wir die Schenkelpresse absolviert. So viel Fleiß zahlt sich aus. Dann haben wir 200 Mal den Armstütz gemacht und der war heute echt anstrengend, Leute. Ey. Nach dem vorigen Satz der Beine, dann noch ein Armstütz, Planky Banky hinterher zu ballern, das war nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt stretchen wir uns noch schön und werden die untere Körperhälfte natürlich mehr in den Fokus bringen, weil wir ja sehr viel heute für den unteren Körper geleistet hatten. Den hier brauchen wir nicht. Na, auf geht's. Rechtes Bein nach vorne. Auf die Hüfte, dann beugen wir uns nach vorne und dehnen damit die Wade des linken Beins. Wenn wir rechts vorgehen, dehnen wir die Wade des linken Beins und das andere machen wir auf der anderen Seite, zack, nach vorne, dann gehen wir schön nach vorne und dann Wade des rechten Beins. Das ist auch so eine Wampen, ich strecke nach vorne Figur. Wenn ihr da nämlich nicht so richtig optimal gewichtsmäßig verteilt seid, dann sieht das echt ein bisschen wabbelig aus. Aber egal. So, weiter geht's. Jetzt, die ist schön. Hier anhalten, nach hinten ziehen, Oberschenkelmuskel. Wenn ihr das Gleichgewicht nicht halten könnt, haltet euch irgendwo an einem Stuhl oder irgendwo anders fest. Da geht natürlich auch die Nase eures Partners sehr gut. Und das machen wir jetzt natürlich auch mit der anderen Seite. Schön ungewankt stehen wir und dehnen den Oberschenkelmuskel. Ja, und zurück mit uns. So, schön breit, die ist jetzt fett. Wir gehen in die Hocke, schön auf unsere Knie und schauen nach rechts. Halten. Die Wampe sollte vorne nicht rausfallen und andere Gegenstände auch nicht. Und nach links. So, schön dehnen. Dehnen. Das ist von den Dänen wahrscheinlich gemacht worden. So, verschränken der Finger und nach vorne in Kackstellung und Rücken dehnen. Und zurück. Wir sind wie Gummis. So, Ellenbogen touchen und nach unten drücken. Und jetzt die andere Seite noch. Quetschen, quetschen, quetschen. Immer weiter atmen. Weiterleben, nur gedehnt lassen. Das war's, Leute. Gut gestretched. Yeah! So, das haben wir doch schon mal gut hingekriegt heute hier, ne? Heute gibt's ein Fitness. Ne, es gibt ein Päuschen. Ganz recht, Pausen gehören zum Sport nämlich dazu. Und deswegen war's das für heute. Heute keine coolen Tipps von unseren Ringkorn-Kumpels da in der Konsole. Einfach nur pausieren, denn auch eine Chillung ist wichtig, wenn man den ganzen Tag immer durchballert und das über Jahre hinweg, irgendwann wird man dann umgeballert. Deshalb auch mal immer Trainingspausen einhalten und einlegen. So, das war's. Jetzt können wir also wieder in die Chillungsstarre übergehen. Oder wir gehen in andere Sachen hier noch rein und machen noch ein paar extra Fitness. Aber ich glaube, für mich reicht es heute, denn wir haben 460 Kilokalorien verbraucht, also ich zumindest. Und der momentane Puls liegt bei 104. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir eine Ehre bereitet, mit euch zusammen Fitness zu machen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Sun, sun.